Ja, das war eine Rallye in den letzten Monaten an dem amerikanischen Aktienmarkt, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Arnus Wilhelms bei der Société Générale. Wir haben jetzt aber gesehen, dass es möglicherweise zu einem Ende kommen könnte mit dieser Rallye. Ist dem denn so? Ja, es ist tatsächlich Wahnsinn. Viele Experten haben das nicht erwartet, dass es so schnell wieder bergauf geht, auch mit den großen Indizes weltweit, zum Beispiel auch mit dem S&P 500. Das heißt also, auch die Schwergewichte, die haben wieder vor allen Dingen in den USA gewonnen. Aber natürlich, jetzt sieht man auch wieder erste Bremsspuren. Die Börse ist grundsätzlich keine Einbahnstraße. Das heißt, es geht in der Regel nicht wie an der Schnur gezogen nach oben oder eben auch nach unten. Die Phasen des Marktes, wo sie unter Druck stehen, die sind gekennzeichnet durch hohe Volatilität. Und das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Und jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass die Aktienmärkte sich wieder erholt haben, aber noch nicht zur Normalität zurückgekehrt sind. Und deswegen gibt es natürlich immer wieder Situationen, so wie jetzt gerade gesehen, wo die Aktienmärkte wieder unter Druck geraten. Viele fragen sich natürlich, ist das nur eine Zwischenpause, die da eingelegt wird, oder werden die Märkte weiter steigen? Andererseits kann man natürlich auch fragen, droht jetzt der richtige Rückfall, weil die Märkte schon zu stark gestiegen sind? Ja, also das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich ist es so, dass die Krise, die wir jetzt gesehen haben, vor allen Dingen auch sich auf die Konjunktur auswirkt. Und das sind sich ja viele Experten und Volkswirte weltweit auch einig, dass es eben massive negative Auswirkungen haben wird auf die Konjunktur. Allerdings kann man das an der Börse noch nicht in den Zahlen ablesen, weil die Zahlen, die jetzt vorgestellt wurden, da ist im Prinzip nur die Hälfte der Zeit, wenn überhaupt, die Corona-Krise mit repräsentiert, weil in den ersten 1,5 Monaten des Jahres war im Prinzip dieser Ausbruch ja noch nicht so wirklich, vor allen Dingen in den USA und auch in Europa nicht so wirklich tragend. Das heißt also, man wird erst mit den Zahlen des zweiten Quartals, die dann erst nach der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres vorgelegt werden, wirklich sehen, wie stark die Unternehmen betroffen sind. Und das kann natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung noch Überraschungen bringen. Aber zunächst einmal kann man jetzt erstmal diese Signale von der Börse so deuten, dass zumindest der Aktienmarkt und die Experten, die den Aktienmarkt betreuen, erstmal tendenziell wieder positiver eingestellt sind, dass die Krise vielleicht nicht ganz so stark ist, weil sonst wären die Kurse nicht wieder so stark gestiegen. Tja, stellt sich natürlich die Frage, sollte man jetzt wirklich noch darüber nachdenken, einzusteigen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten für Anleger? Ja, da kann man einige Börsenweisheiten bemühen. Es ist natürlich wieder so gewesen, hätte man in der Krise dann investiert, wenn die Schwarzmalerei am größten ist, soll man ja eigentlich immer Aktien kaufen. Und das hätte sich natürlich jetzt innerhalb von wenigen Wochen sehr, sehr, sehr bezahlt gemacht. Nichtsdestotrotz, wer diesen Run verpasst hat, fragt sich heute vielleicht, was soll er tun? Und wir im Zertifikatebereich bei der Société Générale, wir vertreiben ja viele Produkte, die unter anderem auch dann eine positive Rendite abwerfen, wenn der Aktienmarkt nicht steigt. Und das kann in so einer aktuellen Phase, wo man sich vielleicht auch nicht so sicher ist, wie jetzt die nächsten Wochen, Monate sich der Aktienmarkt schlagen wird, durchaus eine interessante Alternative sein, als jetzt nur direkt in Aktien zu investieren. Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Verdienen, auch wenn der Markt nicht steigt. Wie geht das denn? Ja, also auch wir können nicht zaubern. Das wäre natürlich schön, wenn wir sowas anbieten können, aber im Prinzip kombinieren wir hier zwei Finanzinstrumente zu einem zusammen, verkaufen das dann als Paket. Das heißt dann Discount-Zertifikat, einer der beliebtesten Anlagezertifikate überhaupt im Zertifikatemarkt. Und dieses sogenannte Discount-Zertifikat, das hat zwei Kernbestandteile. Der eine ist, ich habe eben auch dann eine positive Rendite, möglicherweise, wenn der Aktienkurs des zugrunde liegenden Basiswerts, nehmen wir mal als Beispiel S&P 500, fällt. Trotzdem kann ich eine positive Rendite erzielen. Dafür muss ich aber Gewinnmöglichkeiten abgeben. Das heißt also, hier gibt es eine automatisch eingebaute Gewinnbegrenzung. Also es ist nicht so wie bei Aktien, dass ich unendlich verdienen kann. Bei Discount-Zertifikaten ist mein maximaler Gewinn von vornherein festgelegt. Was heißt das konkret? Haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, also ich habe bei uns mal in die Umsätze geguckt und wir haben ja relativ viele Discount-Zertifikate gehandelt worden in den letzten 4 Wochen. Und das eines der beliebtesten Produkte auf den S&P 500 war ein Discount-Zertifikat, was mit einem Cap von 2.700 Indexpunkten ausgestattet ist. Das heißt, das ist dann die eben angesprochene Gewinnbegrenzung. Mehr kann ich mit diesem Discount-Zertifikat nicht verdienen. Jetzt werden viele gucken, eben mal die Kurse checken und sehen, der S&P 500 steht aber aktuell bei rund 3.000 Punkten, das heißt 300 Punkte darüber. Warum sollte ich überhaupt dieses Discount-Zertifikat kaufen? Weil ja der Index schon längst die 2.700-Punkte-Marke überschritten hat. Und genau jetzt kommt eigentlich der Clou, warum Discount-Zertifikate auch so beliebt sind. Vor allen Dingen diese Strukturen, also wenn die Aktie oder der Index über dem Cap ist, werden häufig gekauft, weil das Discount-Zertifikat aktuell umgerechnet einen Preis hat,
von ungefähr 2500 Indexpunkten. Das heißt also, ich bezahle für den Index, wenn ich das für den Discount-Zertifikat kaufe, eben nicht 3000 Punkte, sondern nur 2500. Ich kann zwar nur insgesamt 2700 Punkte verdienen, das heißt, die Differenz sind ungefähr 300 Indexpunkte, das ist mein möglicher maximaler Gewinn, aber der Vorteil ist, dass ich eben, auch wenn der Index fällt, keinen oder nur geringeren Verlust mache. Das ist etwas, was sich ja durchaus nicht uninteressant anhört, aber auf der einen Seite eine mögliche Rendite auch bei einem fallenden Markt, auf der anderen Seite aber auch eine Begrenzung heißt das. Also ich muss schon hinnehmen, dass ich nicht mehr als einen bestimmten Betrag verdienen kann. Ist das richtig so? Ja, ganz genau. Also ich bezahle im Prinzip für das Discount-Zertifikat umgerechnet 2500 Indexpunkte, wenn ich es heute kaufen würde an der Börse. Die Discount-Zertifikate sind ja handelbar, wie zum Beispiel Aktien auch. Das heißt, also man kann kaufen und verkaufen tagtäglich. Aber ganz grundsätzlich haben Discount-Zertifikate eine Laufzeit, hier in diesem Beispiel bis Dezember 2020, also Ende dieses Jahres. Das heißt also, wenn ich das Zertifikat kaufe, steht es aktuell bei ungefähr 2500 Indexpunkten. Am Ende gäbe es maximal 2700 Punkte und das eben dann nur, wenn der Index über 2700 Punkte mindestens notiert im Dezember 2020. Und da kann man schon sehen, wenn der Index heute bei 3000 steht und im Dezember bei 2800, dann ist er 200 Punkte gefallen, aber er steht immer noch über den 2700 Indexpunkten. Das heißt also, der Cap wurde nicht unterschritten. Ich bekomme also am Ende den Maximalbetrag von 2700 Indexpunkten ausbezahlt, habe also dann die rund 300 Indexpunkte verdient. Das ist sozusagen die Idee. Index im Minus, ich habe trotzdem eine Rendite, ist das umgerechnet aufgrund der aktuellen Daten von ungefähr 5,75%. Das heißt also, ich konnte hier, obwohl der Index mehrere Prozent im Minus ist, eine positive Rendite auf den Index erzielen mit 5,75%. Und das ist genau die Idee, worum es geht. Nachteil natürlich, und das haben Sie gerade auch mit der Gewinnbegrenzung, wenn der Index jetzt von 3000 auf 4000 Punkte steigt, dann verdiene ich auch nur 5,75%. Ich habe zwar eine positive Rendite, aber mit dem Index direkt hätte ich natürlich mehr. Für wen eignet sich so ein Discount-Zertifikat und welches Risiko ist damit verbunden? Ja, da sprechen Sie eine wichtige Kennzahl bzw. ein wichtiges Merkmal an, Risiko. Das gibt es natürlich auch bei Discount-Zertifikaten, nämlich wenn der Index fällt unter den Cap oder auch deutlich unter den Einstandskurs, unter den ich das Zertifikat gekauft habe. Ich habe ja schon gesagt, umgerechnet sind das bei diesem Zertifikat ungefähr 2500 Indexpunkte. Also wenn der S&P 500 am Ende des Jahres bei nur noch 2000 Punkten stehen würde, hätte ich hier auch 500 Indexpunkte umgerechnet verloren. Das heißt also, ich kann auch mit Discount-Zertifikaten einen Verlust machen, wenn nämlich der Index nicht nur unter den Cap, vor allen Dingen unter meinen Einstandskurs fällt, den ich bezahlt habe, als ich das Zertifikat gekauft habe. Und dann habe ich eben auch mit Discount-Zertifikaten ein Risiko. Allerdings, und das muss ein Bewusstsein, ich habe nicht, und deswegen, daher kommt auch der Name Discount, ich habe heute nicht 3000 Indexpunkte für den S&P bezahlt, wie er denn aktuell notiert wird, sondern eben nur 2500. Das heißt, ich habe, wenn der Index im Dezember bei 2000 Punkten steht, nur 500 Punkte verloren und nicht 1000 Punkte. Jemand, der den Index heute gekauft hat. Das heißt also, da ist der Vorteil. Ich verliere 500 Indexpunkte weniger als mit dem Index selbst. Aber ich muss natürlich trotzdem hinnehmen, dass ich einen Verlust gemacht habe. Also Discount-Zertifikate schützen nicht vor Verlusten, aber sie reduzieren das Risiko eines größeren Verlustes. Und dieses reduzierte Risiko, das kann mir auch keiner mehr nehmen. Weil das ist eben der Einstandskurs meines Discount-Zertifikats. Also ich kann, wenn ich so ein Discount-Zertifikat kaufe, das Risiko meines Investments deutlich reduzieren gegenüber dem direkten Aktienkauf. Für welchen Typ Anleger ist das geeignet? Ja, richtig. Darüber haben wir gesprochen. Also grundsätzlich sind es Anleger, die sich mit dem Aktienmarkt schon ganz gut auskennen, vielleicht auch schon Aktien gehandelt haben und eben nach Alternativen suchen beziehungsweise für eine Marktphase sich interessieren, in der oder investieren wollen, in der eben der Markt nicht im Zweifel steigt, sondern sie auch mit fallenden Kursen rechnen. Und als Depotmischung können sich da durchaus Discount-Zertifikate anbieten. Nichtsdestotrotz, man sollte nicht außer Acht lassen, dass neben dem Kursrisiko auch ein Währungsrisiko in diesem Beispiel gibt. Das heißt also, der S&P 500 ist ja ein Index aus den USA. Deswegen muss man auch bei den ganzen Renditeangaben immer noch den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar berücksichtigen. Das kann sowohl positiv als auch negative Effekte haben. Und schließlich, Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen einer Bank.
Da muss man die Bonität berücksichtigen. Ja, also für alle diejenigen, die ein bisschen Angst davor haben, dass der amerikanische Aktienmarkt jetzt seine Bremsspuren noch ein bisschen verlängert, wäre das möglicherweise eine Variante, die einen Puffer mitliefert und trotzdem eine positive Rendite liefern kann. Anders Wilhelms, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, gerne.